So, wollen wir mal diese Hürde wohl angehen. Einmal mehr, willkommen zurück zu Ocarina of Time. So, hier haben wir einen Block mit einem Sonnenschalter drauf. Und da drüben, im Lichtkegel, wenn wir jetzt andere Blöcke da drauf schieben, kommt die Hand wieder. Und da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Jetzt sammeln wir erstmal hier alle silbernen wieder ein. Da hinten war der letzte. Besser mal hier die Strahlzyklopen beiseite schaffen. Aua. Aber das ist mir auch erst im Master Quest aufgefallen. Es gibt tatsächlich von diesen großen und kleinen. Da wurden einfach quasi mal die Größen angepasst von denen, dass es erst gar nicht auffällt. Und sobald im Master Quest siehst du plötzlich beide Größen auf einmal. Das ist zu krass. So. Das hätten wir schon mal. Nun müssen wir... Ulatsch, jetzt haben wir das nochmal her. Da. Ich muss noch mal kurz auskundschaften. Also, möglichst mich wenig dabei vom Staubsauger treffen lassen. Ja, dann müsste es wohl sein, dass ich da... Vielleicht schaffen wir es doch so. Pass auf. Hier. Einmal dahin. Dahin. Staubsauger, lass mich in Ruhe. Und hier. Okay, passt. Was hätten wir? Was? Mein Krampf. Blöcke ziehen. Sandwich mache ich hier fast. Nein, rausziehen, nicht draufklettern. Ach Mensch, Stunden später. Da haben wir es. Aktiviert. Das Tor ist aufgegangen, aber jetzt wollen wir noch die Truhe plündern. Geh runter! Den Schlüssel. Boah, ich werde irgendwie gerade zu müde irgendwie. Schon wieder so halb ausgepowert, mehr oder weniger. Ich bin gerade auf früh wach, es ist gerade mal 1 Uhr Nachmittag. Einen munteren Gesellen hier. Man kann es sehen.
man sieht, sieht man nichts. Das habe ich neulich erst gesehen gehabt, dass... Na, wird's bald. Na komm. Guckt euch das mal an. Habt ihr es jetzt gerade gesehen? Ich zeig's nochmal. Wie auch immer, hier ist ein Gerudo drin. Die Augen weit aufgerissen. Also, ich habe schon fast die Vermutung, dass entweder Ganondorf oder doch irgendwie einer von den Gerudo-Assassinen. Dann hat du doch irgendwie. Ja, Navi ist gut. Ich hab mir, weißt du, bis zu dem Zeitpunkt, bis vor einigen Tagen habe ich mir nichts bei denen gedacht. Nichts dabei gedacht. Und jetzt? Steckt da auf einmal Gerudos drin, aber bevor ich hier jetzt mich zu lange damit aufhalte. Bekämpfe die jetzt allmählich mal. Gut, dass ich gerade noch den Schutzschild eingesetzt habe. Und diese Gesellen hier, die machen ja fast schon den höchsten Schaden hier. Ein Angriff, ein Abschlag von den vier Herzen. Das kann auch ein bisschen dauern mit dem kleinen Ding. Na gut, er kann mich wegschlagen, aber das bringt ihm gerade nichts. Ah ja. Terrorist von der Rüstung weggeschlagen. Aber den Helm kann man auch nicht wegschlagen, oder? Weibliche, leicht weibliche Statur irgendwie. Fällt mir jetzt erst auch auf. Das hätte ich wissen müssen. Boah, das ist mir auch irgendwie gerade ein bisschen zu komisch. Alles, was Sinn gemacht hat, macht auf einmal gar keinen Sinn mehr. Ich weiß gerade nicht, wie mir steht. Das darf doch nicht wahr sein. Hey, was ist noch, Tuba? Überrascht mich zu sehen? Nee, ich bin eher noch überrascht von der Tatsache, dass ein Gerudo im Eisenprinz-Rüstung steckt. Lange Jahre in der Zukunft bedeuten anscheinend gar nichts. Hier sind nur wenige Sekunden vergangen. Sogar ich hatte gedacht, dass Reisen durch die Zeit eine reine Legende seien. Noctura, du hast viel Erfahrung gesammelt. Wie viel denn? Das Schicksal Hyrules liegt von nun an in deinen Händen. Also ich müsste doch schon ein paar Level-Ups drin haben, liebe Eule. Vielleicht ist meine Zeit jetzt vorüber. Hier ein letzter Rat. In diesem Tempel hausen zwei alte Hexen. Um sie zu vernichten, schlagen sie mit ihren eigenen magischen Waffen. Kann ich das noch einmal hören? Ja. Ich werde dich weiterhin beobachten. Viel Glück. Ach, das davon kommst. Ich wusste es auch noch nicht, die Eule heißt Methusa. Und das soll anscheinend die Reinkarnation von Rauru sein. Als ob, Leute. Als ob. Ich hatte schon eher gedacht, dass das vielleicht der König gewesen sei von Hyrule, der dann gefallen ist. Die Krafthandschuhe. Vom Orden der Silbernen Hand das Beste. Huch,
Boah. Was auch immer jetzt gerade. Schreie? Hey, was macht ihr diesen alten Weiber mit mir? Hä? Wer redet da? Und mit wem? Ah, lasst mich! Was passiert hier? Ihr widerlichen alten Hexen? Ach da! Ihr seid Ganondorfs eklige Sklaven. Flüchte, Noctura, schnell! Als ob die mich sieht. Verdammte Hexen, sie setzt schwarze Magie gegen mich ein. Als ob die mich... Ich meine... Nee. Entschuldigung. Das ist also eine super Aussicht irgendwo. Aber als junger Link gibt es jetzt für mich nichts mehr zu tun. Nein, ich rutsch ab. Wie gesagt, als junger Link gibt es für mich hier gerade nichts mehr zu tun. Außer... Oha, ich sehe gerade... Alter, was? Waren wir so fleißig am Sammeln, Hämmer? Boah, krass. Einfach nur krass. Der Orden der silbernen Hand. Wir haben sie nun in unserem Besitz. Aber jetzt können wir sie Naboru nicht mehr wiedergeben, weil die Pläne wurden geändert. Oh nein. Liegt doch schon die silberne Hand. Aber für uns gilt immer noch hier das Goron-Armband. Was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Komm. Nimm die Ocarina. Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nein. So zieht er der Zeit. Oh ja. Oh ja. Hat ja letzten Endes doch nicht so lange gedauert. Denn diesmal nehmen wir nochmal das Masterschwert. Quatsch. Ich wollte was anderes sagen. Wir mussten jetzt wirklich wenige Zeit ohne das Big Robin-Schwert noch auskommen. Jetzt haben wir es ja wieder. Masterschwert und den Zweihänder. Ja. Super geil. Aber jetzt sieht man es auch. Jetzt haben wir die Silberhandschuhe an. Können damit auch die silberne Blöcke schieben. Und die grauen Steinbrocken heben. Ich meine, das kann ich euch mal zeigen, was ich damit meine. Treiben wir uns noch ein bisschen auf den Ebenen herum und nach Kakariko gehe ich jetzt auch noch mal kurz. Boah. Die Wolke über den Todesberg, die ist jetzt wieder normal. Wie viel Uhr ist es? Sachet, geschwind. 5.42 Uhr, ui. Schnauze.
Ah, ich muss sowieso wieder Magie auffüllen, dann trifft sich das jetzt gerade gut. Weil die droppen ja hauptsächlich nur Magie. Gerade so wie der Werkstoff. Was? Mein Quatsch. Ich weiß ja noch, wo es einen silbernen Block gibt. Ach Quatsch, in Kakariko ist ja auch noch einer. Das heißt, anstatt dass ich dann über die Ebene laufe, nee, das lassen wir lieber. Das lassen wir da lieber. Gehen wir nach Kakariko, holen wir nach die Belohnung für 50 goldenes Galtalas ab. Ach, mach doch mal Föran, hey. Gar nichts mehr aus mir raus, irgendwie. Ich weiß nicht. Nee, wird doch Zeit für eine Pause mal wieder. Jetzt habe ich schon wieder so viel aufgenommen. Ach, guck mal hier. Hier sind sie alle. Nur der ist hier noch verwandelt. Danke, dass du meine Kinder befreit hast. Was mit mir ist? Oh, das ist schon in Ordnung. Du hast jetzt bereits 51 Skaltalas zerstört. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Doch! Der Fluch ist von mir genommen. Hatten wir den schon? Nee, den hatten wir noch nicht. So, den haben wir vor kurzem befreit. So, was ist mit dir? Yay! 14 Herzen. Ich dreh durch. Naja gut. Sonst ist aber auch für mich nichts zu tun, wa? Außer vielleicht... Nein! Eben nicht. Eben nicht. Wir machen es wieder auf in die Wüste. Zurück in der Wüste. Aua. Jetzt geht das wieder los. Ihr wisst ihr was? Die Folge ist jetzt mal wenig kürzer. Ich betrete jetzt den Tempel. Da würde ich sagen, machen wir den beim nächsten Mal weiter. Ich muss mich gerade mal ausruhen gerade. Oh Gott, dann ist gar nichts aus mir raus, das stört mich doch schon wenig. Naja, was soll's. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Ciao.